Herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, wir haben folgendes Problem. Wir haben keinen Strom. Genau, das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen was überlegen. Und zwar, ich gucken. Ja, wir müssen, glaube ich, nochmal zwei große Solarkraftwerke bauen. Also wir brauchen nochmal Magnesium und Kobalt. Gucken wir jetzt mal hinten mal im Bohrer, ob wir da irgendwas haben. Und, ja, weil wir haben nämlich die Heizung ausgetauscht. Wir haben nämlich, Miss Leider, wo ich das gemacht habe, die Aufnahmen abgeraucht. Magnesium, nehmen wir mal zweimal Magnesium, Kobalt. Brauchen wir noch zweimal Kobalt. Einmal, zweimal. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Können wir da nämlich nochmal eben was... Nochmal zwei Solardinger aufs Dach setzen. So, machen wir den einen mal hier hin. Den müssen wir einmal drehen um 180 Grad. Ups. Ah, wir haben immer noch keinen Strom. Können wir den zweiten direkt aussetzen. Dafür fehlt noch einmal Kobalt. Kobalt, Kobalt, wo bist du? Da ist der Kobalt. So, wir müssen dann mal gucken, dass wir nochmal ein paar Uran-Dinger setzen. So, noch ein Solarkraftwerk. Ja, müssen dann mal gelegentlich mal noch eins bauen. Immer noch nicht genug Strom. Ah doch, jetzt haben wir wieder Strom. Jetzt geht's weiter. Perfekt. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir machen weiter mit den Heizungen. So, die Heizung, da werde ich wieder Türen lassen, sonst komme ich da nämlich nicht mehr dran. So, für die Heizung T3 brauchen wir nochmal einen Haufen an Iridium. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich nochmal sau viel Iridium sammeln. Nämlich mindestens 18 Stück. 2, 7, 12. Ja, kriegen wir hin. Das heißt, wir begeben uns jetzt erstmal hier hinten wieder in die Höhle. Und ich glaube, wenn ich hier hinten in die Höhle auch einen Bohrer setze, bekomme ich hier Iridium raus. Aber wir sammeln erstmal das ein, was wir hier haben. Hoch. Hoch, 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 hoch. Ja, perfekt. So. Einmal. Machen wir Taschenlampe an. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünf. Sechs. Sieben. Na. Na, komm schon. 7. Nummer 8. Nummer 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Und einen noch. 18. So, dann können wir jetzt wieder zurückdüsen. Dann werden wir jetzt nochmal eben schnell zwei Heizungen davon bauen.
So, jetzt machen wir erstmal zweimal einen Iridiumstab. Einmal. Zweimal. So, jetzt brauchen wir noch Aluminium. Alu, 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 Aluminium. Zweimal. So. Und dann werden wir einmal die Heizung einsetzen. Und einmal die Heizung. Ah, Silizium brauchen wir noch. Jetzt könnte ich gleich wetten, fällt mir wieder der Strom aus. So, Moment, da sind die Heizungen. So. Sag ich doch. So, Magnesium, nehmen wir nochmal Aluminium mit. Dann brauchen wir Magnesium und Kobalt noch. Na, das können wir auch mal eben so sammeln. Ah, herrlich, wie ja Wasser entsteht, ne? Kobalt, Kobalt, Kobalt. Nochmal Kobalt. So, jetzt Magnesium fehlt noch, ne? Magnesium. Na, Magnesium. Magnesium. Ah, das ist schon gut Wasser entstanden hier. Also das ist schon nicht schlecht. Hoch, 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 hoch. Jawohl. So. Einmal wieder 180 Grad drehen, bitte. Und einmal da oben drauf. Okay, Strom ist wieder da. Das ist schon mal perfekt. So. Ja, was müssen wir als nächstes? Also wäre ganz geil, wenn wir nochmal ein Ding jetzt hinkriegen würden. Ein Kernreaktor. Das heißt, wir brauchen dreimal Superlegierung. Und 9 und ein Uranstab. Aluminium. Ne. Uran. Da ist sogar direkt noch ein Uranstab. Dann brauchen wir dreimal Superlegierung. 1, 2, 3. Passt perfekt. Hoppala, falsche Taste. Dann werden wir uns das Ganze jetzt nochmal gönnen. Und werden jetzt nochmal einen davon bauen. Dann haben wir nämlich erstmal ein bisschen Ruhe. Würde ich sagen. Zack. So. Ja, eigentlich wir bräuchten erstmal einen Haufen Eisen noch eigentlich, ne? Wir müssen ja noch ein paar Plattformen bauen hier. So, Eisen, 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 Eisen. Eisen, Eisen. So. Ja, Plattform bauen. Genau. So, das machen wir jetzt folgendermaßen. Da. Kann ich jetzt keine bauen, oder was? Wie assi ist das denn? Dann machen wir das mal folgendermaßen. Dann wird das nochmal demontiert und dann gibt es jetzt erstmal hier die Plattform drauf und dann bauen wir das Ganze gleich neu.
Ach, wir brauchen Eisen, Freunde. Aber da können wir auch mal kurz zum Aluminium gehen. Und wir haben hier noch eine Kiste. Da ist sogar noch Eisen drin, dann können wir das auch mal eben zerlegen. Eisen, 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 Aluminium. So. Habe ich eine Wasserflasche dabei? Natürlich nicht. Dann gehen wir mal eben eine holen. Fertig. So, dann lasst uns mal eben den Sauerstoff aufpumpen. Schwupp, schwupp. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. War falsch. So. So. Jo, passt. Okay, gut. Das läuft also. So, nichtsdestotrotz, wir brauchen immer noch mehr Superlegierung. So, Superlegierung war ja irgendwo da hinten, ne? Und da hinten finden wir, glaube ich, auch noch einen ganzen Haufen. Deswegen würde ich jetzt mal eben vorschlagen, lasst uns eben ein paar Sauerstoffflaschen machen. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach Superlegierung. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Aber wir brauchen jetzt erstmal hier ein bisschen... Na, komm her. Na, er zieht's nicht mal rein, wegen dem Wasser. Aber man merkt stetig, wie es langsam steigt, ne? Also... Ist schon eine feine Sache. So, Sauerstoff. Gut, dann gehen wir noch mal eben kurz was essen. Das dauert noch. Dann kommen wir uns mal hier so einen Kürbis. Von diesen Nahrungszüchtern müssen wir auch noch mal welche bauen, ey. Sondern noch ein bisschen mehr produzieren. So, die Richtung wollten wir. Weil irgendwo da hinten müsste noch was sein, habe ich mir sagen lassen. Ach, wenn das die ganzen Wege nicht wären hier, ne? Die man hier zurücklegen müsste. Oh, hier ist nur Eisen, Eisen, Eisen. Oh, hier ist aber noch alles ein bisschen... Hier ist noch nichts mit blauem Himmel hier.
Hier ist nur Eisen ohne Ende. Da ist wohl noch mal eine Höhle. Oder ist das keine Höhle? Ah, doch, hier ist eine Höhle. Eisen, Magnesium. Kobalt. Ah, schaut mal, hier ist Uran. Mitnehmen. Gut, eigentlich suche ich ja Superlegierung und kein Uran. Aber dann gucken wir mal weiter. Wir werden schon noch Superlegierung finden, aber wir haben jetzt keinen Kopf drum. Das, aber wir brauchen halt welche, ne? Das ist halt wichtig. Das ist da noch ganz schön weitläufig, die Karte hier. Aber hier ist nichts an Ressourcen hier. Können wir mal eben kurz eine Sauerstoffflasche. Aber hier ist echt keine Ressource, kein gar nichts. Ne? Ich glaube, hier ist echt hart ein Ende, habe ich das Gefühl. Weil hier null an Ressourcen ist, wirklich null. Wir könnten da oben nochmal hochgehen. Aber wisst ihr, was immer mein Problem ist? Ich habe total den beschissenen Orientierungssinn. Das ist so. Ich habe keine Orientierung. Das ist echt schrecklich. So eine Kiste hier. Iridiumstab, Uran. Oh, ah, nehmen wir mit. Da ist keine Höhle. Was ist das denn hier? Titan. Ja, wo zum Teufel finden wir nochmal Superlegierung, ey? Kann doch nicht sein, dass ich das immer aus Material herstellen muss, ey. Muss da mal ein bisschen einfacher gehen. So, hier ist noch eine Kiste. Da ist einmal Superlegierung, Biokunststoffklumpen. Das Uran, das Aluminium nehmen wir mit. Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Super, ich suche Superlegierung und finde hier gar nichts. Das ist, naja, bisschen fail, ne? Eisen, super Legion. Nee. Doch nicht. Mal nur Eisen. Hoch da. Auch nur Eisen, Eisen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Da ist noch eine Kiste, da gehen wir nochmal hin.
Stopp mal, da ist noch eine Platine drin, Sauerstoff. Zack. Dann haben wir da noch einmal Uran. Ja, das können wir auch später nochmal abgrasen hier. Weswegen ich hier hingekommen bin, ist nicht da. Da ist noch ein Frack. Kobalt, Kobalt, Eisen, Silizium, alles da. Aber das, was ich suche, finde ich nicht. Komme ich aber auch nicht rein in das Ding, ne? Ei, Freunde. Packen wir mal das Magnesium raus. Dann nehmen wir den Iridiumstab mit. Dann packen wir das Magnesium raus. Dann nehmen wir die Platine mit. Dann packen wir das Eisen raus. Dann nehmen wir dafür die Superlegierung mit. Dann. Ja, dann wird es auch schon wieder ein bisschen schwierig, ne? So, packen wir das mal da rein. 300, 400, 200. Ja, nehmen wir den nochmal mit, ne? Boah, okay. Also, zwei, drei Superlegierungen haben wir ja gefunden, ne? Aber. Mehr auch nicht, ne? Schade. Das war ein Ausflug ins Nix. Ja, wir müssen jetzt erstmal zügig zurück, wir müssen was trinken. Und oh, hier ist das Schwefelzeug. Da ist die Osmiumhöhle. Alles ein wenig komisch. Aber gut, dann ist das halt so, ne? So, jetzt gönnen wir uns erstmal eine Wasserflasche. So, jetzt packen wir das Material erstmal weg und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen. So, also, wir haben Uran. Ah, das sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. So, haben wir Aluminium. Das sieht auch mittlerweile ganz gut aus. Dann haben wir hier Osmium. Haben wir gerade nichts. Dann haben wir die Superlegierung. Zwei Stück, wie einfallsreich. Was haben wir hier? Komm, dann packen wir hier den Schwefel rein. Dann haben wir Iridium und packen hier die Iridiumstäbe rein. So, und da ist eigentlich auch noch nichts drin. Dann würde ich sagen, packen wir mal hier. Da sind Samen drin, okay. Nahrung, ja, dann packen wir hier die Dinge rein, ne? Hier. Nicht die Superlinge. Wo ist es denn hier da?
packen wir hier die Dinger rein. So, dann werden wir jetzt mal eben schnell die Baupläne entschlüsseln. Neuer Bauplan. Zaun. Oh, cool. Karten. Was war das für eine Rakete? Mal eben kurz gucken. Points of Interest auf der Karte anzeigen. Ein Superlegierungsstab brauchen wir dafür. Ja, das läuft ja. Mehr oder weniger. Eigentlich eher weniger, aber egal. So, wir sind bei 15% Seen. 3,4 Kilo. Wärme ist gerade ein bisschen... geht, aber Luftdruck ist okay. Am Sauerstoff müssen wir dringend dann arbeiten. Das ist noch nicht so geil. So, jetzt wollen wir gucken hier. Terraforming ist hier oben. Das nächste, Seewassersammler sammelt und filtern Wasser von Wasseroberflächen. Schaltung bei 50 MTI. Also das wird noch ein bisschen dauern. So, ein Grasstreuer haben wir. Blumentopf brauchen wir nicht. Heizung Stufe 4 bei 63 pbb. Okay, das wird noch dauern. Nächste, Biokulter T2 erzeugt Baumrinnen bei 12. Ach du Scheiße. Also wir bräuchten eventuell mal kurz den Algengenerator. Der wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was braucht man dafür? Eine Aubergine, eine Wasserflasche, eine Superlegierung. Gut, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, was wir dann noch so alles machen können. Man muss sich so langsam an die Geschichte rantasten und dann wird das Ganze auch schon werden. Gut, ansonsten würde ich sagen, wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!